So, da bin ich wieder. Ja, ich habe mal die Steuerung auf die Tastatur gewechselt, denn ich weiß nicht, ob es an meinem Controller liegt, aber irgendwie passt die Tastenzuordnung auch überhaupt nicht zu dem, was im Menü steht. Und mein rechter Stick schien irgendwie nicht so richtig das zu machen, was er machen sollte. Hab auch gelesen, dass das wohl viele in den Wahnsinn getrieben hat, die Ebola-Steuerung. Allerdings haben die es wenigstens geschafft, immerhin mal einen Schuss loszulassen, was mir noch nicht gelungen ist bisher mit dem Controller. Deswegen habe ich jetzt auf die Tastatur gewechselt, werde mich da mal ein bisschen umgewöhnen müssen, um an die Steuerung ranzukommen. Muss nochmal kurz schauen, so können wir wechseln, okay. Und jetzt sollte es eigentlich gehen, hoffe ich mal. Zumindest habe ich gerade einen Schuss hingekriegt. Schauen wir mal. Ja, sehr gut. Dann bleiben wir halt einfach bei der Tastatursteuerung. Die kommt mir jetzt auch nicht so schlecht vor, muss ich sagen. Kann er nicht gleich mitkommen? Ja. Komm schon, Nuna. Trau dich. Alles muss ich machen. Na gut, weiter geht's. Und jetzt? Oh, was? Okay. Ich vermute mal, wir müssen das einschlagen, oder? Ja, so dachte ich mir das doch. Fuxi, nicht abstürzen, springen! Ja, da wäre ich auch ziemlich schockiert, wenn das passieren würde. Ach, Fuxi. Manchmal bist du auch nicht der Hellste. So. Ich meine, es liegt ja an mir. Aber was soll's. Ach so, ich muss mich auch festhalten. So, jetzt muss ich bloß nochmal schauen. Das war die Festhaltetaste. Okay. Gut. Komm, Luna, gib dir Mühe. Okay. Dann wechseln wir mal lieber auf Nuna. Das ist vielleicht etwas günstiger hier, wenn jetzt immer diese Eiswände kommen. Ach, Fuxi. Das war nicht nett. Einfach in den Abgrund zu springen. Da kann ich ja so gar nichts für. Okay, noch kam kein Sturm. Oh, der Fuxi wird auch zurückgetrieben. Ich dachte, der wäre zumindest fest. Aber auch er nicht. Oh, das war nix. Etwas besser. Na gut, ich finde die Tastatursteuerung jetzt eigentlich gar nicht so übel, muss ich sagen. Oh, das war nix. So, schon besser. Okay. Das sollten wir doch hinkriegen. Fuxi, komm. Du wirst doch nicht zurückbleiben, oder? Schließlich brauche ich dich jetzt. Komm, mein Kleiner. Ah, okay. Er kann die Geister jetzt quasi mit sich mitziehen, oder wie sieht das aus? Schauen wir mal, wenn ich jetzt rüberhüpfe. Ach nee, so geht's nicht. Ach, hier unten geht's noch weiter. Ah, deshalb. Ah, alles klar. Huch. So, aber knapp. So, Nuna. Gut, das funktioniert. Okay, dann wechsle ich einfach mal auf Nuna. Fuxi wird schon mitkommen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Alles muss man selber machen. Na gut, was soll's. Okay. Na, fast. Besser. Komm, mein kleiner Eistaucher, hilf mir. Achso, du bleibst hier. Ich dachte, du transportierst mich noch irgendwie, aber... Sieht ja nicht so aus. Okay, dann versuche ich vielleicht mal mit dem Fuchs hier rüber zu hüpfen. Nee, das war nix. Hochklettern geht auch nicht. Tja, wo müssen wir denn dann hin? Ah! Ah, alles klar, es war wieder der Wind. Na gut. Wow.
Wow, ist der hässlich. Oh, komm schon. Das war nicht nett. Oh, was? Okay. Jetzt aber husch. Ich glaube, mit dem ist nicht so sehr zu spaßen. Schieß! Oh Gott. Oh. War das der Plan, ja? Na gut. Vergiss es, Alter. Kauf dir eine eigene. Oder bastel dir selbst. Okay. Gut, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann ist alles okay. Abgrund. Achso, gut, sie können runter. Oh. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, auf dem Treibeis zu landen. Danach hörte der Sturm kurz auf, doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Okay, wir haben einen neuen Einblick gewonnen, den wollen wir uns natürlich anschauen. Und zwar, wie kann ich denn hier jetzt eigentlich, achso, da muss ich mit, okay, so kann ich hin und her schalten. Was habe ich denn für einen Einblick gewonnen? Irgendwie keinen. Also die habe ich mir doch schon angeschaut hier drüben. Bola und das kleine Volk. Ach, der Herzschlag der Gemeinschaft, den haben wir uns noch nicht angeschaut. Na gut, dann werfen wir mal den Blick rein. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still a recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. Because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community. And it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity, everyone beating in harmony. The drum beat in unison is the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside of the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Kann ich mir vorstellen, dass das mitreißt. Ist ja auch etwas, was nicht nur in Alaska auftritt, sondern ja auch bei anderen indigenen Völkern Amerikas oder aber auch in Afrika gibt es natürlich auch eine große Tradition der Trommelmusik sozusagen. Also das ist ja was, was sehr, sehr weit verbreitet ist. Und kann mir schon vorstellen, dass man das ein bisschen mit dem Herzschlag in Verbindung bringen kann und dass man da irgendwann sich drauf einpegelt. Also ich glaube, es ist auch generell mit Musik so, wenn man einen starken Beat irgendwie drin hat, dass der Herzschlag sich mit der Zeit ein bisschen dran anpasst, wenn man sich dran gewöhnt sozusagen. Okay, aber wir wollen uns mal weiter anschauen, was denn jetzt mit Nuna und dem kleinen Fuchsi ist, nachdem sie sich aufs Treibeis gestürzt haben. Ich weiß wirklich nicht, ob das so eine gute Idee war. Okay.
Die Eule ist da. Ein neues Video, aber das wollen wir jetzt noch nicht schauen, das schauen wir uns später an. Ich würde sagen, erstmal schauen wir, ob wir hier irgendwie runterkommen. Das könnte vielleicht helfen. Ah. Ist das Blut? Was jetzt? Das da hinten sieht aus wie ein blutiger Kadaver. Oh, da wollte ich nicht hin. Wie ein blutiger Kadaver, kann das sein? Ich wollte eigentlich wechseln, genau. Kann ich hier irgendwas machen? Hier, wo ich drauf liege, das sieht doch aus wie Blut, oder? Und hinten wie ein Kadaver? Na gut, wir schauen mal. Aber hier kann ich... Ach so, wir können bestimmt mit der Bola zielen, oder? Ah, okay. Mächtige Bola, verdammt mächtige Bola. Das will ich sehen, wie du in den riesen Eishaufen da so ein großes Loch machst. Schnell! Fuxi? Achso, das kommt wieder zurück. Na dann ist ja gut. Komm, Fuxi. Trau dich. Ich spiele auch gleich mal mit dir weiter. Hops. Und hops. Du schaffst das schon, Mädchen. Hoffe ich. Ja, sieht gut aus. Oh oh. Nicht so gut. Ist ja alles gut gegangen. Schon lustig, was für bizarre Formen die Eisklötze hier teilweise angenommen haben, ne? Oh oh. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen. So, weiter geht's. Dann vielleicht doch eher mit Luna weiterspielen. Oh Gott, das war aber ein weiter Hüpfer. Oh nein. Der Eisbär, wirklich? Na komm, schieß schon. Oh Mann. Lauf, was das Zeug hält. Da würde ich lieber dem bösen Mann in die Arme kommen, als dem Eisbären. Oh oh. Oh shit. Ich wollte gerade sagen, irgendwas muss doch mal unter seiner Masse wegbrechen. So schwer wie der aussieht. Das hier. Ah, okay. Na komm schon. Trau dich doch. Oder magst du nicht? Oh, ich muss ihn wirklich reizen erst. Das ist ja lustig. Oh, und jetzt? Shit. Okay, wir sind noch am Leben. Ich weiß bloß nicht wie. Ah, sind das die... Sind das die Fische? Kann das sein? Ah, okay. Die Fische helfen uns diesmal. Haben wir ein Schwein. Na komm, lass uns weiterziehen. Natürlich, er ist wieder da. Oh Mann. Den werden wir auch nie los. Hops. Bis bald. Der soll sich lieber aufs Robbenklatschen versteifen. Uns kriegt er sowieso nicht. Das dicke Eis verschwindet. Oh, ich kann mir denken, worum es geht. Okay. Inwiefern seltsam ist die Frage. Oh, okay, ich verstehe, was du meinst. Ich weiß, welches seltsam du meinst. Das ist nicht so ganz normal, glaube ich. Oh, shit. Das war wohl nix.
Ja, ich habe schon mitgekriegt. So ein bisschen seltsam ist es schon in der Bewegung. So, okay. Ich wechsle lieber mal auf den Fuchs. So, die Bewegung des Eisblocks, auf dem wir gestanden haben, habe ich natürlich nicht mit einbezogen. In meine hochkomplizierten Berechnungen. Komm nun, aber beeil dich. Das war ziemlich knapp. Okay. Weiter geht's. Na? Oh, da oben ist... Warte mal, da oben ist eine Eule. Das ist was für Fuchsi. Eine Aufgabe für Super Fuchsi. Ein Mädchen und ihr Nanook. Okay, nicht runterfallen. Oh shit. Oh, das war ja mies. Da hat er sich zu Tode gebackt. Das war nicht so freundlich. Okay, dann müssen wir es halt nochmal machen. Okay, gleich beide zermatscht. Armes Fuchsi. ich weiß nicht, ob wir die Eule jetzt nochmal einsammeln müssen. Könnte natürlich sein. Nee, sie ist weg, okay. Es reicht also, wenn wir die einmal sammeln. Das ist ganz gut. So, ich will aber wieder auf den Fuchs wechseln. Der ist mir doch ein bisschen lieber in der Steuerung. Komm schon. Oh Gott, komm nun, beeil dich. Nicht den Schwanz wegklemmen lassen.